Grüß Gott miteinander. Das ist jetzt die Harmonikaschule Altenberg in Meschetten-Oberdiegesheim. Unsere neuen Räumlichkeiten, die wir 2011 bezogen haben. Hier sieht man unsere Ausstellung mit der Literatur, wo wir die ganze Michelbauer Literatur hier zur Verfügung haben für unsere Schüler und Kunden, damit wir da schnell reagieren können. Hallo, ich bin die Angelika und bin hier in der Harmonikaschule fürs Büro zuständig, die Organisation und eigentlich so bin ich Mädchen für alles. Also im Kundenkontakt kommt es darauf an, dass man einfach die Termine koordiniert, dass sie wissen, wenn sie kommen müssen, um welche Zeit. Manche kommen zweiwöchentlich, manche vierwöchentlich. Ja, also wir haben Schüler, die wohnen direkt vor der Haustür, 3 Kilometer weg. Und dann geht es bis in die Schweiz, aus Basel, bis in die Pfalz, im Großraum Stuttgart, also ringsrum an Bodensee. Ja. Machst du da nochmal, guckst, dass die nochmal kurz, richtig kurz hinmachst. Gell? Ich spiele mal ein Stück weit mit dann. Ich bin die Heidi, ich komme vom Bodensee. Ich habe per Zufall erfahren, dass man auch im Alter durch die Michelbauer-Methode noch relativ schnell die steirische Harmonika schöne Stücke spielen kann. Und ich spiele jetzt ein paar Jahre, bin mit Begeisterung dabei, jedes Jahr mehr. Und seit ich bei meinem Lehrer hier beim Herrn Altenberg bin, macht es umso mehr Spaß. Einfach ganz toll. Ich bin die Heike, komme aus Erzingen, das ist bei Balingen. Ich spiele die steirische seit 2 Jahren. Die steirische, die ist einfach wie eine Droge, kann man sagen. Haben wir einmal damit angefangen, kann man nicht mehr aufhören. Es tut einfach gut. Also ein Hallo und ein Grüß Gott. Ich bin der Martin Grüner von Hause im Tal und spiele so circa 2,5 bis 3 Jahre spiele ich Harmonika, habe ich angefangen. Schade eigentlich, dass ich schon 20 Jahre früher Harmonika gespielt habe. Das ist eigentlich ganz schade. Die sind alle voll bei der Sache und das ist natürlich auch das Tolle daran. Ich muss da niemand antreiben. Ich hack da jetzt richtig drauf rum, weißt, ich will das nachbringen. Ich will die Motorik reinbringen in meine Finger, meine Schmiedehände, das ist noch ein bisschen schwierig. Ich habe ja einige, die auch zusammen beginnen, also Ehepaare oder Freund und Freundin und so weiter. Und ich habe das Gefühl, wenn die wirklich so ein ähnliches Niveau haben am Start und jetzt keiner ein Instrument gespielt hat oder zumindest nicht Akkordeon gespielt hat, dann lernen es die Frau schneller. Das ist mein persönlicher Eindruck, ich weiß nicht, ob es mich täuscht, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl. Hallo, ich bin der Norbert, ich komme aus Rottenburg und habe im Herbst 2013 angefangen, Harmonika zu spielen. Ich bin die Jasmin und ich habe zusammen mit Norbert Harmonika spielen angefangen. Die Fortschritte, wenn man es uns im Schnitt nimmt, die sind gut. Also bei der Jasmin, sie ist sehr begabt, wesentlich besser. Ich tue mir mit meinem Alter und mit meinen Schmiedefingern etwas schwer. Ich muss hart üben. Aber ich freue mich, wenn ich sehe, wie es vorangeht, auch bei mir. Das hätte ich nicht gedacht. Wir sind unterwegs mit dem Pferd und haben bisher Musik gemacht mit der Gitarre und mit der Querflöte und wollen jetzt die Harmonika mitnehmen. Wir wollen Straßenmusik machen und in die Richtung muss uns der Hansi jetzt bringen. Mir persönlich gefällt es wahnsinnig, dass meine Familie da mitmacht. Das ist meine größte Freude an der ganzen Sache. Und mein Sohn vor allem natürlich, ja, auch das jetzt aufgreift. Mich freut es einfach, dass die da mit dabei sind. Finger liegen lassen.
jetzt darfst du loslassen. Genau so. Hallo, ich bin der Fabi, der Sohn vom Hansi und von der Angelika Altenberg, der Harmonikaschule Altenberg. Und ich habe seit dem Sommer 2013 die Michelbauer Harmonika-Lehrerprüfung und bin somit offiziell Michelbauer Harmonika-Lehrer. Probierst du mal gerade nochmal der zweite Teil, bitte. Nee, ich denke, ein Harmonika-Lehrer muss jetzt nicht unbedingt alt und grau und verstaubt sein, wie das Image des Akkordeons vielleicht teilweise ist, ohne das Instrument schlecht zu machen. Das hat sicher auch seine Liebhaber. Aber insgesamt ist das, die Harmonika natürlich ein junges, ein frisches Instrument, wie man jetzt auch teilweise in der Musik ja sieht. Hubert von Geusern, Volksrock und wie die Gruppen alle heißen, bauen die steirische Harmonika ja ein in ihr Repertoire und man sieht, dass die Harmonika einfach jung geblieben ist. So, jetzt ist aber vorbei mit Festbrühen und Kaffee trinken. Jetzt spielen wir mal noch eins, wenn wir schon so geschickt zusammen sind, oder? Ja. Also, ja, gut. So, jetzt spielen wir Linzer Buben. Seid ihr alle bereit? Ja. Ja. Eins und zwei und... Also ein guter Harmonikalehrer macht für mich aus, einfach das Gesamtbild und das macht der Hansi hervorragend. Er geht unheimlich auf die Personen, auf die Schüler ein, aber die Spielstücke kommen trotzdem nicht zu kurz. Also man lernt in relativ kurzer Zeit wirklich sehr viel bei ihm. Ja, der Harmonikalehrer, der muss ja so gesehen einem auch gut passen und das funktioniert einfach beim Hansi wie beim Fabi. Das sind zwei tolle Männer und man lernt eigentlich auch ziemlich viel bei ihnen und man kommt jedes Mal wieder gerne. Beim Harmonikalehrer kommt es darauf an, dass er einfach auch gut auf mich eingeht und auch auf das, was ich mitbringen kann, also meine Fähigkeiten, das persönliche Know-how ein Stück weit. Ich habe ein bisschen vorher schon Musik gemacht, aber mit Griffschrift ist das natürlich nochmal ganz anders. Und vor allen Dingen auch so, dass er das ein bisschen abschätzt, wie gut ich Fortschritte mache und oder weniger mal. Das kann mal sein, beruflich bedingt, dass man einfach unter Stress steht und deshalb dann nicht so ganz gut spielt das ein oder andere Mal und deshalb auch vielleicht mal mit dem Augenzwinkern dann auf die nächste Stunde, dass es einfach weitergeht. Aber man macht sehr, sehr schnell viele Fortschritte und auch gute Fortschritte und das begeistert einfach und macht dann auch den Spaß dabei, dass man auch sieht, man kommt vorwärts. Ein guter Harmonikalehrer macht das aus, dass er die einen begabten Schüler zu fördern ist nicht schwer, das macht Freude, das ist schön. Ein guter Harmonikalehrer macht wohl das aus, dass er die Problematik eines Schülers gut erkennen kann und dass er diesen Schüler gut fördern kann, dass der nicht hängen bleibt. Bei einem guten Harmonikalehrer, da muss einfach die Chemie stimmen, die Chemie zwischen Schüler und Lehrer, das muss mal passen. Und dann muss er einem das ganz unkompliziert eigentlich sagen, wie das funktioniert. Muss vielleicht auch ein bisschen Geduld haben. Zum Beispiel bei mir muss der Hansi sehr viel Geduld haben und er bringt hier Geduld auf und dann funktioniert es. Wir haben immer 15 bis 20 Harmonikas hier in der Harmonikaschule, weil es ist wichtig, dass die Schüler einen Überblick kriegen und sich was auswählen können. Ja, also hier haben wir verschiedene Modelle einfach zum Anschauen. Die Schule haben wir, wie gesagt, 2011 errichtet und haben versucht, hier einen alpenländischen Stil, das alles ein bisschen durchzuführen, damit es eben zu der ganzen Sache mit der Harmonikamusik und so zusammenpasst. Das ist wichtig, unsere Schüler fühlen sich hier wohl. Wir haben zwei schöne Unterrichtsräume, wo wir hauptsächlich einen Unterricht machen. Wenn es eine größere Gruppe ist, hier auch mal im Hauptraum. Ja, und dann, wenn man hier weitergeht, haben wir unser kleines Büro, wo so kurze Dinge mal zwischendrin zu erledigen. Wenn ein Schüler was braucht oder wir mal was nachschauen müssen. Bei der Entscheidung für den Anbau war uns wichtig, dass wir hier eine Wohlfühlatmosphäre herstellen können, damit die Schüler in den Unterrichtsräumen locker und entspannt und heimelig den Unterricht genießen können.